Special und heute habe ich leckere Melon Puns für euch. Die haben ihren Namen, weil die von der Oberfläche aussehen wie eine Melone. Allerdings sind sie nicht mit Melone. Also beziehungsweise man kann sie auch mit Melone machen, aber das erkläre ich gleich. Denn jetzt wollen wir als erstes unseren Mürbeteig vorbereiten und dafür braucht ihr 100 Gramm Zucker, 175 Gramm Mehl, ein Ei, 50 Gramm Butter und wenn ihr möchtet so einen Flavor. Und dieser Flavor kann auch Melonensirup sein, zum Beispiel, dann habt ihr doch Melone mit drin. Ich nehme jetzt hier Matcha-Pulver und zwar einen Esslöffel voll. Matcha-Pulver ist so ein grüner Teepulver. Das habe ich mir online bestellt bei Amazon und das ist natürlich auch speziell fürs Backen und Kochen und so geeignet. Deswegen ist das natürlich ganz gut. Und diese ganzen Zutaten werden wir jetzt natürlich in unsere Schüssel hauen und dann mit den Fingern ordentlich verkneten, bis wir so einen richtig schönen Teig haben. Jetzt schön verknetet haben, dann brauchen wir natürlich wieder ein Stück Klarsichtfolie und wickeln unseren Teig in der Klarsichtfolie ein. Denn der muss jetzt noch für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und während der im Kühlschrank ist, können wir dann natürlich schon den nächsten Teig vorbereiten. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teig und dafür braucht ihr jetzt nochmal 50 Gramm Butter, 300 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Zucker, eine Prise Salz, 21 Gramm Hefe, das sind ungefähr 3 von diesen Tütchen, und 90 Milliliter Wasser. Und mit der Hefe fangen wir dann auch direkt an, denn jetzt kippen wir natürlich erstmal hier diesen Zucker und die Hefe zum Wasser dazu und vermixen das dann schon mal ordentlich. Und wenn wir das jetzt verrührt haben, dann nehmen wir unser Mehl, unsere Butter und die Prise Salz und verkneten das schon mal zum schönen Teig. Und geben dann hinterher, wenn wir das schon mal alles verknetet haben, dann auch die Hefemischung dazu. Da jetzt natürlich nicht sehr viel Flüssigkeit mit drin ist, wird das natürlich kein richtiger Teig jetzt momentan. Aber wir müssen natürlich erstmal die Butter gut mit dem Mehl verkneten, bevor wir dann die Hefemischung dazu geben. Habt und der vielleicht noch so ein bisschen bröckelig sein sollte, könnt ihr auch immer eure Hände nochmal nass machen und dann mit den nassen Händen den Teig nochmal durchkneten oder vielleicht einfach ein paar Tropfen Wasser dann mit einem Löffel oder so dazugeben, damit er dann ein bisschen geschmeidiger wird. Und wenn wir den jetzt ordentlich verknetet haben, dann wollen wir den in 8 gleich große Teile teilen. Dementsprechend werden das dann natürlich 8 Melonpannen. Und jetzt nehmen wir uns immer die einzelnen Teigbällchen, kneten die dann nochmal so ein bisschen durch und dann drücken wir uns die platt und dann können wir uns die dann noch mit lecker Zutaten befüllen. Und da könnt ihr euch aussuchen, was ihr gerne in diese Melon Puns reinpacken wollt. Ob nur Nutella oder Marmelade oder Ahornsirup oder Honig oder sonstiges. Da könnt ihr euch wirklich aussuchen, was ihr gerne da in diese Melon Pun mit reinmachen möchtet. Und das macht ihr dann natürlich, während ihr dieses Brötchen formt, natürlich in die Mitte mit rein. Aber verschließt es dann auch ordentlich gut, damit euch das Nutella oder was auch immer ihr da reinmacht, nicht dann an der Seite rausläuft beim Backen. Ich drücke mir die mal am liebsten mit den Fingern platt. Das geht immer relativ einfach bei diesen Brötchen. Da braucht man also nicht unbedingt ein Nudelholz nehmen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier als Füllung Nutella zu nehmen. Und ich habe hier noch so zwei tolle so andere Cremes. Einmal so eine weiße Schokocreme, die ich da gerne reinmachen möchte. Und so eine Duo-Cookie-Creme. Die gab es mal irgendwie als irgendwelche amerikanischen Wochen. Ich glaube bei Penny oder Lidl oder so waren. Und da habe ich mir so ein Glas gekauft. Und das will ich jetzt mal ausprobieren, wie das dann in diesem Brötchen schmeckt. Dann nehme ich mir dann natürlich immer meine Creme oder was auch immer ihr da nehmt. Und nehme mir dann einen Teelöffel voll. Und haue mir das hier schön in die Mitte. Und dann klappe ich das natürlich so zu, dass wirklich keine Löcher mehr da sind. Und diese Brötchen lege ich mir dann schon mal auf ein
Backblech, was ich mir mit Backpapier ausgelegt habe. Und mach so dann alle Brötchen fertig. Wenn wir die jetzt alle zusammengerollt haben und befüllt haben, dann nehmen wir uns jetzt noch ein bisschen Wasser und streichen da noch mal ein bisschen Wasser oben auf die Brötchen drauf. Die Brötchen packen wir dann erstmal beiseite, denn die müssen jetzt auch noch für 15 Minuten stehen. Und in der Zeit können wir dann natürlich mit unserem Mürbeteig weitermachen. Denn also bei mir ist jetzt auf jeden Fall eine halbe Stunde rum. Ich denke mal, bei euch wird dann wahrscheinlich auch eine halbe Stunde um sein. Und dann können wir den jetzt schon mal vorbereiten, um dann in 15 Minuten die zusammenzusetzen. So, dafür knete ich mir jetzt meinen Teig nochmal so ein bisschen durch. Und teile mir den dann genauso wie die Brötchen in 8 gleich große Stücke. Und diese Stücke machen wir uns dann zu Bällchen und drücken die platt, um dann so eine runde Scheibe zu haben, die ungefähr so 5 mm dick ist. Die sollten dann auch relativ groß sein, denn die werden hinterher auf die anderen Brötchen draufgelegt. Und das machen wir jetzt natürlich erstmal mit all unseren Bällchen hier. Wenn ihr die jetzt alle so platt gedrückt habt, dann könnt ihr euch schon mal einen Teller nehmen und auch ein bisschen Zucker und schüttet dann schon mal so ein bisschen Zucker auf den Teller drauf. Denn da werden wir nachher einmal noch die Brötchen in den Zucker eintun. Wenn die 15 Minuten jetzt um sind, dann nehmen wir jetzt natürlich unsere Mürbeteigplatten und legen die auf unsere Brötchen drauf. Aber so, dass unter dem Brötchen natürlich noch Luft bleibt. Also der Teig unten bleibt hell und dann legen wir hier diesen Teig oben und an den Seiten nur um das Brötchen herum. Und wenn ihr das jetzt soweit habt, dann nehmt ihr euch ein Messer und macht dann so ein Zickzackmuster hier in diese Brötchen rein. Allerdings eher durch draufdrücken als durch schneiden. Ihr sollt nämlich nicht die Brötchen jetzt einschneiden, das wäre natürlich nicht so gut. Das soll nur so ein, ja, so eine Art Schachbrettmuster auf dem Brötchen ergeben. Und so bekommt das dann diese Melonenform. Und wenn wir jetzt alle unsere Markierungen hier in die Brötchen reingemacht haben, dann drehen wir das um und tunken das so vorsichtig in den Zucker rein. Allerdings natürlich so, dass ihr nicht eure Markierung da wieder kaputt macht. So, und dann müssen die erstmal wieder für 30 Minuten an einem warmen Ort stehen und danach kommen die dann in den Ofen. Und wenn die jetzt eine halbe Stunde standen, dann kommen die jetzt natürlich in den Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft. Und die müssen im Endeffekt sozusagen zweimal gebacken werden. Und zwar erstmal 10 Minuten, so wie sie sind. Und danach müsst ihr nochmal so eine Schicht Alufolie über die Brötchen drüber legen, damit euch die nicht verbrennen. Und dann brauchen die nochmal so 8 bis 10 Minuten. Und danach müssen die dann natürlich auch noch abkühlen und dann kann man die essen. Und wenn eure Melonpannen dann abgekühlt sind, dann könnt ihr die natürlich auch gleich verputzen oder verteilen natürlich an eure Gäste oder die aufbewahren fürs Frühstück oder was auch immer ihr damit machen möchtet. Ich finde die mal echt lecker, weil innen drin ist halt dieser Brötchenteig und oben drum dieser Mürbeteig, der natürlich ein bisschen fester wird, weil das ja ein Keksteig ist. Und ich habe diesmal ja diese Version ausprobiert mit dem Matcha-Pulver. Ihr könnt die wie gesagt auch ohne das Pulver machen und macht nur diesen normalen Mürbeteig. Oder ihr könnt da natürlich auch einen Sirup mit reinmachen, so einen Melonensirup oder Orangensirup oder sonstiges und könnt das dann variieren, wie ihr gerne möchtet. Und durch das Matcha-Pulver sind die natürlich auch schön grün obendrauf. Deswegen passt das natürlich noch mehr zu dieser Melonenoptik. Ich hoffe natürlich, dass euch das gefällt und dass ihr sowas nachmachen werdet. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir Kommentare dazu schreibt, ob euch das schmeckt, ob euch das nicht schmeckt, ob ihr da vielleicht einen anderen Flavor mit reingebacken habt oder ob ihr es ohne gemacht habt und welche Variante euch am besten gefällt. Oder ob euch das eventuell gar nicht schmeckt oder ob ihr vielleicht eine ganz andere Füllung da reingemacht habt oder sonstiges. Da freue ich mich natürlich wirklich, wenn ihr mir dazu Kommentare schreibt. Und natürlich auch, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die ich vielleicht mal für euch machen soll. Da könnt ihr natürlich auch gerne Ideen in die Kommentare schreiben und ich versuche die natürlich dann für euch umzusetzen. Und ich freue mich jetzt natürlich schon, die gleich auch zu essen und sage dann einfach schon mal bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye bye. Willkommen auf der Endcard. Ich habe hier wie immer jede Menge Videos für euch verlinkt und natürlich auch meinen Zweitkanal, den Action & Fun Kanal. Und wer mag, kann auch gerne da auf Abonnieren klicken, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und jetzt will ich euch natürlich nochmal die Melonpannen aus der Nahaufnahme zeigen.